schwungvolle Pistengaudi in Christlum. Nur eine Stunde von München entfernt lockt das Sonnenparadies in der Tiroler Bergwelt. Auf der Christlum erwartet die Skifahrer eine idyllische Schneelandschaft mit traumhaften Skipisten. Aber auch Nicht-Skifahrer können so einiges am Achensee erleben. Anja Guder und Florian Reindl waren für uns in der Christlum am Achensee. Verführerisch ist der Blick auf die weiße Pracht. Da bekommt man doch gleich Lust, die Piste selbst hinunterzurauschen. Perfekt präparierte Pisten spielen für die Skifahrer eine enorm wichtige Rolle. In Christlum achtet man besonders darauf. Auch wurde das Skigebiet bereits für die beste Pistenpflege ausgezeichnet. Zur Besonderheit der Christlum ist einmal, dass die Pisten sehr gut präpariert sind. Man kann immer bis ins Tal runterfahren. Das ist eigentlich ganz was Besonderes bei uns, weil es ist ja nicht üblich. Oft kann man nur bis zur Mittelstation fahren und in der Christlum seit Bestehen der Lifte kann man immer bis ins Tal fahren. Und mit Hilfe unserer Beschneiungsanlage ist es uns möglich, eine Grundbeschneiung herzustellen. Rund eine Stunde von München entfernt spielt das Thema Familienbetrieb eine große Rolle. 1969 ging das Skiareal Christlum in Betrieb. Inzwischen hat sich viel verändert. Es wurden von zwei Anlagen, hat man sich erhöht auf ungefähr 10 Anlagen. Im Ganzen mit den Kleinanlagen noch dazu. Ne? Und wir haben auch das kleine Skigebiet in Steinberg. Und das ist natürlich auch noch etwas, was dazugehört bei uns in der Christlum. 11 Lifte garantieren die Verbindung der Skigebiete für jedermann. Extra für Kinder wurde in dieser Saison der Dinojet eröffnet. Im Dinopark haben wir nette Figuren, so Dinosaurier haben wir natürlich aufgestellt, dass natürlich die Kinder auch Slalom fahren können, aber es ist eigentlich ganz ein kleines Erlebnis. Pistenspaß für klein und groß. Ob als Anfänger oder Fortgeschrittener, ob Genuss-Skifahrer oder Sportbegeisterter. Doch was darf auch auf der Skipiste nicht fehlen? Genau, der Einkehrschwung. Denn Skifahrer müssen gestärkt sein. Das garantieren vor allem die Christlum Alm, die Schirmbar und die Christlum Lounge. Im Tal das Skilehrerstüberl sowie das Salettl, das bei schönem Wetter zum Open-Air-Après-Ski einlädt. Auf der Christlum Alm, wenn man da gerade dran denkt an unser Salatbuffet oder an unsere Krapfen, das ist natürlich der Highlight. Und vom Kaiserschmarrn bis zum Krüstel oder Currywurst mit Pommes. Auch für Nicht-Skifahrer bietet das Sonnenparadies in der Tiroler Bergwelt reihenweise Angebote. Ob Skiliebhaber oder nicht, hier ist für jeden etwas dabei. Ja, wir haben jetzt an bestimmten Tagen diese Christlum-Specials. Wir haben am Montag zum Beispiel den Schüler- und den Studententag. Am Dienstag haben wir die Damen- und die Herrenrunde. Am Mittwoch haben wir den Rodelabend. Ab 19.30 Uhr fährt der Lift hoch in die Christlum-Alm. Und da haben wir natürlich auch einiges wieder kulinarisch. Da haben wir zum Beispiel ofenfrische Rippelen. Und es kommen auch unter Anführungszeichen viele Tourengeher, die recht herzlich willkommen sind. Von weiten Carving-Abfahrten bis zu griffigen Buckelpisten. Ideale Voraussetzungen also in der Christlum. Hier gibt es ein einzigartiges Wintererlebnis für jedermann. Kraft tanken, einzigartige Skitage genießen, inklusive.